Die ganze Operation ist gescheitert. Ich schaue nie wieder ein Spark-Tutorial. Oh nein, oh nein. Hey ho Leute, herzlich willkommen im neuen Jahr. Das ist das erste Video von mir in 2020 und ich hab ultra Bock. Leute, heute in diesem neuen Jahr möchte ich komplett neu starten, neuer Vorsatz und so. Neuer Vorsatz ist einfach so weitermachen wie bisher. Nein, Spaß, sondern einfach weiterhin Spaß haben am Leben, am Videos machen, am Streamen, am, ja, mit euch Spaß haben und so weiter und so fort. Habe ich ultra Bock drauf, Leute. Und heute möchte ich gerne eine Witch Farm bauen. Allerdings ist es ein Riesenprojekt und ich habe ein Problem. Schaut mal auf die Koordinaten, ich bin bei 13.000. Ja, ich habe gestern einen Ausflug gemacht und bin bis nach Bagdad geflogen, um so ein bisschen zu erkunden. Vielleicht finde ich da ja ein Pilzbiom oder so. Nee, Leute, aber ich habe eine Hexenhütte gefunden. Allerdings nicht hier, sondern bei anderen Koordinaten. Nur um dorthin zu kommen... Ja, brauche ich jetzt erstmal, muss ich einfach diese Ender-Chest hier opfern. Ich muss, ich mache alles hier mal in die orangene Schalker-Chest. Ja, wir werden uns jetzt nämlich einfach mal zum Anfang der Folge einfach mal fett umbringen, Leute. Ne? Weil das gehört dazu. Die zwei Feuerwerkskörper, Leute, die jage ich gleich mal in die Luft, weil, ne, hier, wow, Silvester, bumm, die ist nicht mal explodiert und die auch nicht. Oh, okay, jetzt muss ich das hier abbauen. Ich habe alles gesaved. So, alles ist safe hier drin, ihr seht's, in der Ender Chest. Und jetzt gehen wir einfach mal kurz den Boden küssen und dann tauchen wir schon bei uns zu Hause wieder auf. Hoffe ich doch. Ich hoffe, ich habe nirgendwo zwischendrin geschlafen. Ui. Ja, es hat geklappt, ich bin wieder zu Hause, sehr schön. So, jetzt kann ich mich um Besorgungen kümmern, denn wir brauchen sehr viel Stuff für die Hexenfarm. Aber zuallererst muss ich einen Weg dorthin buddeln. Und da nutzen wir den Nether und einen Taschenrechner. Aber ich brauche erstmal wieder meinen ganzen Stuff. Leute, es ist ja alles in der Ender-Chest gelandet. Und das Zeug muss ich einfach mal wieder fix holen. So, war alles hier in Orange drin. Und zack, 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 zack. Nehmen wir alles hier mit raus. So, brauchen wir die Elytren. Ja, die sortiere ich gleich wieder ein. Aber gut, ich muss mich jetzt erstmal hier wieder ordentlich einrüsten. So, das passt. Die Elytra packen wir mal wieder hier so rein auf jeden Fall. Den Rest behalten wir. Wir brauchen das hier für ein Netherportal auf jeden Fall gleich. So, Orange geben wir wieder hier rein. Ich brauche ganz kurz ein Feuerzeug, um das Ganze wieder zu entzünden. Warte mal, die Spinnweben will ich auch wieder da drin haben. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Hexenhütte. Leute, ich habe ungefähr die Koordinaten, beziehungsweise ich habe genau die Koordinaten. Problem ist allerdings, wenn ich das Portal dahin setze, dann ist das Portal direkt davor. Das heißt, ich muss da ein bisschen was mit einberechnen. So, nehmen einmal hier Eisen und wir brauchen Flint. Gibt es hier irgendwo Flint? Flint, 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 Flint. Flint, Flint, Flint. Komm schon, Flint. Da, 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 da. Das ist doch Flint, oder? Hä, nee, das ist Gunpowder. Flint. Sag mal, haben wir hier denn keinen Flint? Als ob wir keinen Flint haben. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, ne? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Hier ist alles... Ah, doch, hier Flint. Ah, schön, gut. Okay, dann dürfen wir im Nether eine Runde buddeln. So, laut meinen Berechnungen müssen wir jetzt auf jeden Fall zu den Koordinaten 788 auf X und auf 10 bei Z. Oh, das heißt, wir müssen ein bisschen, ja, jetzt hier unterwegs sein. Und zwar müssen wir das hier, hochbringen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. So, und dann laufen wir mal in die Richtung ganz kurz. Ja, es geht eigentlich recht zügig. So, in diese Richtung hier. Oh, dann nehmen wir den Weg hier. Auf 788, ja, da kommen wir easy hin. Ja, geil. Das ist gut. Einmal so, 788. So. 788. So, und dann müssen wir jetzt gucken, ob wir in die Richtung, wir müssen nämlich auf plus 10. Das heißt, wir müssen in die Richtung buddeln und das mache ich jetzt einfach mal schnell. Ich Trottel habe eine viel bessere Idee. Ich gehe einfach auf die Netherdecke und laufe da. Dann ist mir das alles hier gar nicht im Weg, Leute.
Dann baue ich da oben. Ja, weil hier habe ich ein bisschen was kaputt gemacht. Aber das reparieren wir. Und wir gehen einfach über die Netherdecke. Geht viel schneller. So, bin über der Netherdecke. Jetzt 788. Merken wir uns hier lang. Ja, da kann ich ja dann eine Bahnstrecke hinbauen oder so zur Witch Farm. So, 788. Das sind wir hier. Und dann passt die Sache wieder so hier, ne? So. Und dann stelle ich hier mal ganz kurz einfach hier sowas auf. So, und dann in diese Richtung geht's dann, ne, Richtung Dingsbums. Ich habe meine Elytra gerade gar nicht dabei. Ja, dann wird es viel schneller gehen. Ha, ich hole kurz meine Elytra. Geil. Elytra ist am Start. Die ziehen wir direkt an und dann fliegen wir schon direkt los zu unseren Koordinaten. Wir müssen auf Z bei minus, auf 10 gehen einfach. So. Ah nein, falsche Richtung! Oh Gott! Wir müssen hier lang. Huiuiui. Oh Gott. So, einfach hier längs, ne? Das passt dann schon. So, guck mal, da geht es richtig schnell. Wir sind schon bei 600 irgendwas. Oh. Und stopp. Hier, so ungefähr. Hier müsste es passen. So, gehen wir auf 4, auf 10. Da lassen wir das. Warte mal, da gehen wir so. Machen wir es so. Und so. Also, ich baue hier jetzt das Netherportal. Wir müssen in einem Sumpf rauskommen. Safe, sage ich euch jetzt. Das muss funktionieren. Wenn wir nicht bei einem Sumpf rauskommen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und dann habe ich ein großes Problem. Weil, ja, das muss jetzt einfach so sein. So, und wir merken uns, in diese Richtung hier geht's zurück. So, in diese Richtung geht's zurück. So, okay. Wir entzünden das und kommen jetzt hoffentlich im Sumpf raus. Kommen wir im Sumpf raus? Und? Wir kommen nicht im Sumpf raus. Das Ding ist aber, der kann eigentlich nicht so weit sein, der Sumpf. Der kann nicht weit sein. Da, hier ist der Sumpf, perfekt. Hier müsste das Hexenhaus-Ding sein. Die Hexenhütte ist hier safe irgendwo. Ich suche sie kurz. Ich wollte nämlich... Ach man, wo ist die Hexenhütte? Die muss hier sein, da in die Richtung, ja. Hä? WTF, ich hab doch die Koordinaten. Warte mal. Lol. Hier ist irgendwas komplett falsch gelaufen. Ich bin bei einem Sumpf, aber hier ist keine Hexenhütte. Ach nö, ne? Hä? Wir gehen wieder zurück. Verdammt, Mann, Leute. Ich habe die falschen Koordinaten. Ich weiß nicht, mein Rechner hat irgendwie Müll ausgespuckt. Und jetzt bin ich hier im Nether gefangen und muss nochmal 160 Blöcke ungefähr in eine andere Richtung. Ich war irgendwie ein bisschen doof, ne? Ups. Kommt vor, passiert dem Besten. Ihr wisst Bescheid, ne? Aber jetzt haben wir hier, ja, gut, okay. Also ich muss auf, da auf 100. Problem ist jetzt hier allerdings, wir sind nicht mehr überm Nether, sondern unter dem Nether. Aber es wird kein Problem, diese Distanz zurückzulegen. So, Achtung. Oh, da ist eine Netherfestung. Schön, ne? So. Und? Ja. Wir sind gleich da. Oh Gott, ich frage mich, wie ich zurückkomme. So ungefähr, also hier hätte ich jetzt gesagt. Machen wir das Portal mal. Oh Mann. Portal ist fertig. Wir gehen rein und gucken, wo wir rauskommen. Bitte in der Nähe von einem Sumpf. Bitte. Ja, da ist es. Geil, Alter. Leute, wir haben den Weg zur Hexenhütte auf jeden Fall jetzt am Start. Das heißt, wir können hier beginnen, unsere Hexenhütte Farm zu bauen. Allerdings muss ich jetzt dann gleich wieder, ich sag mal so, über den Nether erstmal einen ordentlichen Weg bauen, weil über dem Nether hat es ja nicht geklappt, wie ihr alle gesehen habt. Aber ja, weil ich spawn ja immer
unten im Nether jetzt, ne? Also nicht überm Nether, sondern unterm Nether komme ich raus. Und da ist der Weg ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, eng, ne? Also ich muss auf jeden Fall zu Koordinaten minus 900 irgendwie hin. Und es wird jetzt eine schöne Buddelangelegenheit. Und dann habe ich hier einen ordentlichen, dann, ja, ich brauche einen Eisweg und das ganze Zeug irgendwie, dass das halt schnell geht. Ich dachte, es geht schneller, wenn wir es über dem Nether machen, aber gut. Oh, Leute, ich bin, glaube ich, hä, wo bin ich hier? Ich bin bei irgendeiner anderen Nether-Festung, Dingsbums, hier plötzlich gelandet. Ich war ungeduldig und wollte fliegen. Wo bin ich denn hier? Wer hat das denn gebaut? Ist das meine alte Nether-Farm oder was? Was ist das hier für ein Ort? Wer hat denn das hier gebaut? Das funktioniert ja überhaupt nicht. So, auf jeden Fall bin ich gleich wieder zurück. Ich habe das Gefühl, es geht über Elytra einfach viel, viel schneller. So, die Frage ist, wo komme ich wieder hoch? Ah, guck mal, da oben ist dieser Gang. Zu dem wollte ich eigentlich auch. Oh, ein Gast! Ich dachte, Alter, was passiert jetzt? Uhuhu. So, komm, wir müssen da hinten. Da, oh, oder hier. Scheiße, lande ordentlich. So, hier geht's hoch. Oh, Mann. Okay, wir sind zurück. Ich habe keinen ordentlichen Weg, sage ich mal, um dorthin zu kommen, wo ich hin muss. Aber wir müssen vielleicht einfach das Ganze jetzt so machen, dass wir auch ein Loch in die Netherdecke dort machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir machen gerade eine komplette Planänderung und machen dort über der Netherdecke ein Loch. Weißt du, dass ich da rüber kann und dann bin ich einfach viel schneller. Also ich habe ja jetzt die Koordinaten und ich schaue mir jetzt ein Tutorial an. Also wir bauen keine Witch Farm in der Folge, sondern wir durchstoßen den Nether, weil das muss einfach... Das ist einfach einfacher, als dass ich da jetzt einen Eisweg hinbaue. So, ich bin jetzt hier und ich versuche, das zu bauen. Tutorial ist von Spark, also ich möchte jetzt nach und nach diese Maschine bauen, welche dafür zuständig ist, welches Bedrock zerstört. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das dann... scheiße, ich müsste es eigentlich von unten wissen. Wie ich viel, ja, ob ich da überhaupt Platz habe und ob da was drüber ist, ne? Shit, also spiele ich gerade russisch Roulette. Wir zerstören jetzt einen Bedrock und sehr wahrscheinlich, bei meinem Glück, ist unter diesem Bedrock noch ein Bedrock. Egal, Leute, machen wir YOLO, oder? Machen wir YOLO, wir zerstören jetzt das Ganze hier und gehen da jetzt einfach mal hin und gucken, ob wir das hinkriegen. Ich brauche die Detector Rail. Und zwar muss ich das Ganze dann so hinbauen, dass das nach Süden zeigt. Und zwar so. Dann eine normale Schiene. Und dann eine Activator Rail. Und dann noch eine Powered Rail. Also Activator in die Richtung und Powered Dingsbums in die Richtung. Nice! Als nächstes kommen die zwei Obsidian-Blöcke, nämlich einmal da und einmal da. Dann kommen hier hin und hier hin zweimal Redstone. Auf diese Dinger hier oben müssen Schienen drauf, die aber so sind. Na gut, ja, gefällt mir schon mal. Dann muss ich einen Sticky-Pisten erstellen. Moment. So, so, so. Ups, warum geht es nicht? So, so. Und der Sticky-Pisten, der muss auf diesem Block da zeigen. Das heißt, wir machen das Ganze so. Und nein, nicht so. Moment. So, genau. Er zeigt auf diesem Block darunter. Das ist gut. Dann muss hier direkt daneben auch ein normaler Piston. Schön. Das da muss weg. Und dann müssen hier oben zwei Maschinen drauf. Dann muss ich hier drauf, warte mal, oh, ich habe voll vergessen, lol, das habe ich, oh, das habe ich überhaupt gar nicht gemacht. Ich muss hier an diese Stelle eine Fackel setzen, so, ja, ja, ja. Dann gehen wir hin und setzen hier drauf, einmal einen Redstone-Block, noch einen Redstone-Block und zweimal wieder das hier. So, genau, so muss es sein.
Oh, ich habe voll die Fackel darunter vergessen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Okay, jetzt kommt der Part, auf den ich mich freue. Und zwar muss ich hier jetzt ein Powered, also ein Minecraft mit TNT hinsetzen. Und ja, es hat funktioniert. Die Pistenköpfe sind weg. Das ist nämlich der Trick bei der Sache. Jetzt sind hier die Pistenköpfe weg. Okay, jetzt geht's weiter. Oh Gott. Ja, jetzt müssen wir das hier abbauen alles. Wieder, weil das brauchen wir nicht mehr mit den Schienen. Wir brauchen nur noch die Pistensets hier, ne? Wenn ich das alles richtig verstanden habe. So, okay. Jetzt muss ich, das hier war der Sticky Pisten. Ich muss noch einen Sticky Pisten erstellen. Moment. So, den muss ich jetzt hinter diesen Sticky Pisten setzen. Ja, so. Und dann muss da oben dieser Redstone Block weg. Und hier einer dahinter gesetzt. Oh! LOL, Zauberei, Alter. Was passiert hier, Mann? Ich kann jetzt auf jeden Fall diesen Pisten hier abbauen. Dann setze ich jetzt am besten da einen Block drauf. Nehmen wir einfach mal den hier. Also hier muss ein Block oben drauf. So, LOL, wie das aussieht, Alter. Verdammt, Alter. Ich brauche einen Schalter. Allerdings habe ich keinen Schalter mitgenommen. Das ist ein Nachteil von Sparks Tutorials. Er sagt nicht am Anfang, was man braucht. Er baut es einfach im Creative Mode. Mann, ich habe es nach und nach Sparks Tutorial befolgt. Und ich wusste nicht, dass man einen Schalter benötigt. Wow, wie machen wir das jetzt? Der muss eingeschalten sein hier, dieser Block. Ich kann ja auch einfach das so machen. Ist angeschalten, ne? Na? Geht das nicht? Irgendwas muss aktiviert sein. Wir improvisieren gerade. Ich brauche einen Schalter. Einen Schalter, einen Schalter, einen Schalter. Der muss diesen Block hier powern, richtig? Warte mal, ich muss kurz nachgucken. So, also hier muss anscheinend ein Schalter dran. Wir machen das mit einem Redstone-Block und machen das so. Redstone-Block ist es selbst. Ist, das hier ist unser Schalter. So. Die Schiene hier, die kann auch weg. Die Schiene kann auch weg. So, sehr schön. So, ich kann jetzt hier unten den da wegmachen. Okay, gut. Okay, 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 okay. Also bei mir sieht es ganz genauso aus, nur dass ich keinen Schalter habe. Ich brauche wieder einen Sticky Pisten und der muss in diese Richtung dann zeigen. So. Aber warum dehnt er sich jetzt nicht aus? Warum dehnt er sich nicht aus? Wahrscheinlich, weil hier halt kein Schalter dran ist. Leute, wir improvisieren, wie gesagt. So. Er dehnt sich aus. Das ist unser Schalter. Mann! Die ganze Operation ist gescheitert. Ich schaue nie wieder ein Spark-Tutorial. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Leute, also, ich glaube, ich baue doch lieber den Eisweg, das ist einfacher. Oder ich baue einen Weg, wo ich mit Elytra easy immer hinfliegen kann. Das, ja, ich habe gerade einfach die Schnauze voll, das jetzt so zu machen. Ich dachte, die Idee wäre cool, aber leck mich doch am Sack. Also, Leute, die nächsten Streams oder Videos wird in Craft Attack auf jeden Fall eine Witch Farm entstehen. Aber das hier war jetzt eine, ja, ich sag mal, eine Fail-Compilation von Basti. Yay! Gut, ins neue Jahr gestartet! Grandios! Lasst ein Like und ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Denkt dran, Craft Attack kommt jetzt immer im Wechsel mit Dimensions. Ein Tag Dimensions, ein Tag Craft Attack. Und ich würde einfach sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und tschüss.